Was geht, Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen. Der Serie, in der ich einfach Bibel lese, und zwar das Markus-Evangelium. Es ist weniger eine tiefe Bibelstunde, als eher eine Bibelstunde, in der ihr mitlesen könnt und selber ein bisschen lernt, wie man die Bibel studiert. Ich werde natürlich ein paar Sachen erklären, die ich jetzt halt so schon kenne, aber ich habe diese Serie ausgesucht, damit ich mich nicht zu sehr vorbereiten muss und damit ich euch helfe ein bisschen. So, wie liest man die Bibel? Was kann man machen, um Sachen zu erfahren? Und so weiter und so fort. Im letzten Video hat mir jemand drunter geschrieben, du hast das Beten vergessen. Und das stimmt voll, weil das Wichtigste oder das Erste, was wir machen sollten, ist, bevor wir in die Bibel reingehen und lesen, ist einmal beten. Und das machen wir jetzt, bevor wir anfangen. Und genau. Danke, Vater, für diesen heutigen wunderschönen Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir jetzt die Bibel lesen können, dass wir einfach mehr von deinem Wort verstehen dürfen. Ich bitte dich einfach so sehr, dass du die Wörter, die heute in unserem Herzen gepflanzt werden, da auch wirklich drin bleiben und festigen, dass wir das nicht nur hören heute, sondern wirklich verstehen. Herr, segne bitte diese Stunde jetzt, segne diese Zeit und segne einfach jeden Einzelnen, der zuhört. Amen. Genau, und dann würde ich einfach direkt ins Wort reingehen. Ich werde diesmal keine Over-the-View-Kamera von meiner Bibel hier haben, weil das war hat nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht habe. Und werde noch eine kleine Änderung machen. Und zwar werde ich nicht mehr die Schlachter lesen, hauptsächlich, sondern Neues Leben. Weil ich habe gemerkt, okay, die ist noch entspannter zu lesen. Und werde dann nebenbei noch Schlachter und alle anderen Übersetzungen haben. Ach ja, genau, falls ihr natürlich die letzten Videos noch nicht gesehen habt, ich habe das erste Kapitel in 3 Videos aufgeteilt. Und das könnt ihr euch anschauen. Ich habe hier irgendwo das i und unten in die Kommentare sind natürlich auch alle Videos verlinkt. Fangen wir an zu lesen. Markus 2, Vers 1. So, stimmt alles. Nimmt alles auf, nimmt auf. Ihr seht mich, ich sehe euch nicht. Ihr hört mich, also ist der Ton an. So. Dann beginnen wir mit der ersten Stelle. Jesus heilt einen Gelähmten. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür, und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihn ab, dann ließen sie durch die Öffnung dem Kranken auf seine Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es nicht leichter, zu den Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich auf einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. So, wieder zuerst der erste Schritt, den ihr machen solltet, wenn ihr die Bibel studiert. Es ist einfach verstehen. Was ist hier passiert? Wir sehen Jesus, das wir im ersten Kapitel gelesen haben, dass er jetzt ein bisschen bekannter ist, kann er sich kaum noch zurückziehen, und überall, wo er hingeht, ist eine riesengroße Menschenmasse. Überall, wo er hingeht, verkündet er das Gottes Wort. Und hier auch wieder. Es sind extrem viele Menschen um ihn herum und er verkündet das Wort. Und dann kommen Leute mit einem Gelähmten. Aber die kommen nicht durch zu Jesus.
die kommen nicht zu ihm. Also machen sie es komplizierter, als es sein sollte, aber das ist der Weg, über den Dach. Über das Dach. Über das Dach lassen die diesen Gelähmten runter zu Jesus. Und Jesus sagt, hey, du sollst geheilt werden. Und dann gibt es wieder die anderen Menschen, die sagen, hey, wie kann er das sagen? Wie kann er sagen, hey, deine Sünden sind vergeben? Weil nur Gott kann das. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und dann sagt Jesus, hey, ihr werdet sehen, ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das ist erstmal, was ihr machen könnt. Ihr fasst einfach nur zusammen, was ihr gelesen habt und versucht es zu verstehen. Interessant hier zu sehen ist im Vers 5, Jesus hat deren Glauben gesehen und deshalb heilte er. Wir sehen in dieser Stelle, dass Jesus erstens die Gabe besitzt hat, einfach in deren Herzen zu sehen, und zwar deren Glauben zu sehen. Und auf der anderen Seite zeigt er, dass die Sündenvergebung wichtiger sind als die Heilung, die körperliche Heilung. Denn er sagt nicht, hey, ja, du bist geheilt oder sowas, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Und wir sehen ja, haben ja auch im letzten Kapitel gesehen, dass Johannes gelehrt hat, Buße tun, unsere Sünden bekennen. Und es zeigt einfach, dass es wichtiger ist, seine Sünden vergeben zu bekommen. Und wie wir auch im weiteren Sinne noch sehen werden, ist, dass die Schriftgelehrten, die Pharisäer und so, die Juden damals immer ein Problem mit Jesus haben werden, weil er Sachen tut, die nur Gott tun darf oder tun kann. Und hier ist es, in diesem Fall ist es Sünden vergeben. Und wir sehen halt einfach, wie gesetzlich und wie religiös diese Pharisäer und die Schriftgelehrten sind. Und hier sehen wir das auch wieder, indem sie einfach ein Problem damit haben, was Jesus sagt. Eigentlich zu Recht, weil ein Mann darf es eigentlich nicht. Es wird also mit den Juden und Jesus immer das eine Problem sein. Wenn er wirklich Gott ist, dann ist alles erlaubt, was er tut. Aber wenn er nicht Gott ist, dann sind die Pharisäer schon in Recht, ihn anzuklagen, dass er, wenn er von sich behauptet, er darf Sünden vergeben und er heilt Menschen und das alles aus seiner Kraft, dann haben sie schon Recht, dass sie ihn verurteilen können. Aber da ist halt der große Punkt so. Jesus ist Gott und das werden wir mehr und mehr und mehr und mehr und mehr sehen. Und deshalb sollten sie eher an ihn glauben, als ihn verfluchen. Und eine Sache, die ich noch unterstreichen würde, ist das Wort Menschensohn. Es kann immer zwei Bedeutungen haben. Entweder einfach nur Mensch, aber in manchen Stellen hat es auch eine tiefere Bedeutung, und zwar der Sohn Gottes, Menschensohn. Auch wichtige und interessante Sache zu finden. Aber ja, lesen wir weiter ab Vers 13. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgten. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Oder Schlachter sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jetzt wieder können wir zusammenfassen, was passiert ist. Jesus, so wie im Kapitel 1, ist wieder zu einem Menschen gegangen und einfach gesagt, hey, komm mit mir. Diesmal ist es der Levi. Und anders als die Fischer vom letzten Teil, ist es diesmal ein Zolleintreiber. Und Zolleintreiber, müsst ihr wissen, die waren natürlich nicht beliebt. Wer ist schon beliebt, der dir das Geld aus den Taschen zieht? Und er hatte auch noch andere Freunde, die alle auch aus demselben Gebiet, aus derselben Branche kommen. Aber er ist mitgegangen, mit Jesus. Und hat er Jesus dann und seine Jünger eingeladen zum Essen. Aber wir sehen wieder, die Pharisäer, aber die Schriftgelehrten, haben ein Problem damit. Wieso? Weil es immer
eine Distanz geben musste zwischen Juden und allen anderen. Immer, sie haben sich immer abgegrenzt. Und sie sehen hier einfach, hey, das sind Sünder. Und mit denen sollen wir nicht sitzen. Dieser Abschaum. Abschaum, sagen die. Und hier ist die Lehre, die Jesus dort verkündet. Jesus ist gekommen. Und wir haben in Markus 1 schon gesehen, wieso Jesus gekommen ist. Und hier ist noch ein Grund, wieso Jesus gekommen ist. Und zwar für die Kranken. Und was heißt das? So sind alle Sünder krank. Na, natürlich geht es nicht um die physische Krankheit, obwohl er auch Leute geheilt hat, aber er hat ja gerade eben auch schon gezeigt, dass das nicht das Wichtige ist, physisch geheilt zu sein, sondern von seinen Sünden geheilt zu sein. Und dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen für die Sünder, für dich und mich, für jeden Einzelnen, der versteht, dass er gesündigt hat und dass er es eigentlich nicht wert ist. Und ich habe jetzt gerade erst ein Video dafür aufgenommen, ich weiß nicht, ob ich es schon gepostet habe, aber auch zu dem Video, du bist ein Sünder, damit du verstehst, dass du ein Sünder bist, ich bin ein Sünder und dass wir Jesus brauchen, dass wir Gott brauchen und sein Geschenk der Vergebung und Gnade. Und genau hier sagt Jesus das, das ist der Grund, warum er hier auf diese Erde gekommen ist. Nicht für die Leute, die sich für was Besseres halten, die sich für gut halten. Und das ist das, was wir häufig draußen sehen, ist Menschen, die sagen, hey, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich bin besser als Hitler, also bin ich gut. Aber wir alle brauchen Jesus. Und Jesus ist für uns gekommen, für die Kranken, für die Sünder da draußen. Ja, und ich denke, ich mache hier mal einen Break. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wo wir mit Vers 18 weitermachen. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.